Willkommen zum NES Remix. Wir wollen heute Balloon Fight beenden. Ich muss wieder mal alle Gegner besiegen. Das ist eigentlich die Standardaufgabe hier. Aber diesmal habe ich es eben mit diesen drehenden Böden zu tun, die wir auch schon aus Super Smash Bros. Kennen. Solange man sich aber oben aufhält, kann eigentlich relativ wenig schief gehen, weil dann kann man nicht von den Gegnern getroffen werden. Dachte ich zumindest. Ist aber nicht der Fall. Ja, also diese zwei mitzunehmen ist schon mal nicht so schwierig. Und dann sollte man sie vielleicht versuchen runterzulocken, weil sie dann leichter anzugreifen sind. Oh Gott, jetzt entsteht hier ein riesen Durcheinander. Ihr seht es ja selbst, ne? Aber den lasse ich mir jetzt nicht nehmen. Den habe ich gekriegt. Der ist gleich tot. Moment. Der ist tot, ja. Jetzt komme ich mal zu dem anderen. Obwohl, das ist alles so kompliziert. Ja, komm, schnapp ihn dir doch. Nein, ich habe mich treffen lassen. Aber er ist tot. Und den anderen habe ich auch erwischt. Tour verkeint und down. Puh, also es war mit nur einem Leben. Es hat ein bisschen gedauert, aber 3 Sterne sind doch das bestimmt wert, oder? Nein, sind es eben nicht. Dafür hätte ich wohl weniger als 30 Sekunden brauchen müssen. Ach, egal. Schicksal. Finales Level von Balloon Fight. Ab geht's. Lass 20 Ballons platzen. Ja, klar. Ich liebe es doch. Das feiere ich doch so ab, diese Aufgabe. Mit dem habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Scheiße. Ja, toll. Geil. Richtig scheiße. Ich freue mich überhaupt nicht auf diese Aufgabe. Ich musste das ja hier schon ein paar Mal machen, ne? Aber nur so 5 bis 10 und nicht 20. Ich weiß auch gar nicht, ob ich da unendlich Möglichkeiten habe oder ob der Level irgendwann zu Ende ist und keine Luftballons mehr kommen. Ab jetzt wird es schwierig. Ich weiß. Ja gut, es geht. Jetzt oben durch. Boah, pass auf. 11 haben wir jetzt. Ich hoffe, da kommt noch mehr. Hallo. Hallo? Wo sind Luftballons? Da unten. Aber nur noch voll wenige. Ich hätte wohl... Oh, scheiße. Ja, komm. Ich bitte dich. Wie willst du denn da so durchkommen? Das ist ja brutal. Also man muss auf jeden Fall versuchen, so viele wie möglich hier mitzunehmen. Und ich glaube... Nein, ist egal. Es ist egal, ob man in die Mitte geht oder nicht. Aber hier vielleicht den mitnehmen. Und dann da unten. Ach, keine Ahnung. Ob das jetzt gut oder schlecht war, ich kann es nicht sagen. Auf jeden Fall habe ich jetzt 8. Aber hatte ich nicht zum selben Zeitpunkt vorhin 9? Sprich, ich habe mich verschlechtert. Oh, verdammter Kacke, ey. Ja, vor allem verdammter Kacke. Super Deutsch. So muss das. Heiliger Bibam, das wird einige Versuche kosten. 11. Ja, da unten, da traue ich mich einfach nicht. Das ist viel zu krass. Ich bin da froh, wenn ich da durchkomme. Ich bin doch noch nach oben geflogen. Ach, das wird mich aufhalten. Das wird mich jetzt halt wirklich wieder einige Minuten aufhalten, weil es ist nicht leicht. Ich kann mich aber auch nach hinten bewegen, merke ich gerade. Es ist ja nicht so, als würde ich die ganze Zeit... Na, scheiße. Als könnte ich mich nicht bewegen. Und das ist gut zu wissen. Vielleicht kriege ich es dann hin. Aber wieso werde ich denn so gesplasht? Wenn ich mich einmal bewege, dann fliege ich ja schon fast zu den Gegnern hin. Ich kann das dann gar nicht mehr ändern. Wieso das? Aber ich muss es versuchen, weil nur so kriegt man mehrere Ballons zusammen. Seht ihr, jetzt habe ich nämlich schon 7, aber ich sterbe. Ah, Mann! Ja, ich darf nicht so viel schreien, heute ist Weihnachten, wo ich das aufnehme. Und ja, ich muss an jedem Tag arbeiten, an jedem Wochenende, an jedem Feiertag, auch an Weihnachten. Aber heute Abend gönne ich mir eine Auszeit, da gehen wir schön essen zur Familie. Und ja, davor ist es eigentlich ein Tag wie jeder andere bei mir. Ich weiß ja nicht, wie das bei euch abläuft. Das heißt für mich halt aufnehmen und leiden bei diesem Spiel hier. Okay, schon 10 Stück. Oh! Ich bin aber auch zufrieden damit. Ich meine, ich mache das ja gerne. Es ist ja... meine Leidenschaft! 13. Das ist eine Pechzahl. Aber komm, so gut waren wir noch nie. Aber am besten ist es wirklich, sich gar nicht zu bewegen, wenn so viel abgeht wie hier. Weil dann hat man noch die Möglichkeit zu reagieren, wenn was schief läuft. Oder? Ach Mann! Fuck ey, was hätte ich da machen sollen, ne? Es kotzt mich an. Es zagt. Oh Gott. Es zagt.
Aber jetzt habe ich mal alle. Alle, die möglich waren. Und da, wenn man da hochgeht, ist es, glaube ich, auch cool. Weil man dann unter Umständen viele mitnehmen kann, nur ich habe es halt gerade nicht hingekriegt. Ich fürchte, ich muss das schneiden, weil sonst dauert es zu lang. Wir wollen ja nicht 1 Million Part von NES Remix. Es wird, glaube ich, so schnell nichts werden mit dem Sieg hier. Ja, jetzt habe ich auch zu viel Zeit verloren. Jetzt kriege ich gar nicht mehr alle Ballons zusammen. Jetzt habe ich zwar woanders noch Möglichkeiten. Ach, der hat mich doch gar nicht. Ich bin doch zurückgeflogen. Die letzten 3 Versuche, wenn es dann nichts mit dem Sieg wird, dann schneide ich's. Lutscht und dry. Keine Diskussion. Komm, geh da rein, geh da rein, geh da rein. Geh da runter, 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 zurück. Den auch noch mitnehmen. Okay. Ja, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Hoch am besten. Ja. Super, super. 11. Wieder 13 an dieser Stelle. Hier muss ich halt jetzt echt ultra aufpassen. Also den nehme ich mit. Ich bin sogar besser als vorhin, oder? Weil ich war noch gar nicht bei dieser super schweren Stelle. Die kommt erst jetzt. Ich habe jetzt 15. Ich lasse mich jetzt nicht von diesen Ballons, die da unten sind, verwirren. Ich gehe oben lang, weil da kommt man nämlich leichter durch. Obwohl, den kann ich mitnehmen. Genau, hier, das meine ich. Das ist krass. Den kann ich auch mitnehmen. Und dann einfach so lange wie möglich warten. Wir warten, warten, durch. 18, 19, 20. Du kannst mich mal! Geschafft! Boah. Nur 2 Sterne. Ihr seid ja verrückt. Ja, übel. Übel krass. Die Bonus-Herausforderungen sind nun verfügbar. Ja, bei dir. Ich hab sie schon länger. Eisklammer ist dann mal schon durchgezockt, ne? Gott sei Dank. Wrecking Crew. Ja, haben wir uns mal angeschaut. Ich fand es jetzt nicht so schlecht, aber auch ein bisschen komisch. Schnell, finde das Versteck im M. Nee, doch nicht. Finde das Versteck der M. So. Ist irgendwo ein Magus oder was? Cool, McDrive. Finde das versteckte A. Amazon. Okay, auch die Amazon-Filiale habe ich gefunden. Hier ist sie. Und R. Was könnte R sein? Was könnte R sein? Mir fällt nichts ein. Scheiße, das hätte ich nicht machen sollen. Reno. Was Besseres fällt mir jetzt nicht ein. Finde das versteckte I. Aber da muss der Gegner weg. Oder komme ich so auch hin? Ja, scheiße. Jetzt habe ich aber nicht gesehen, wo es ist. Hier, oder? Ja, gerade noch so geschafft. Gut Glück. Finde das versteckte O. Ja, ich kann mir nicht so viel einfallen lassen. Tut mir leid. Ich weiß nicht, was I und O ist. Wenn für euch irgendwas in den Kopf gekommen ist, was I und O sein könnten, dann schreibt es mir in die Kommentare. Irgendwelche Märkte oder sonst irgendwelche Produkte, die irgendwie lame sind, die könnt ihr ja dann nennen. Und Super Mario Brothers. Level 21. Ist auch wieder sehr schlimm bestimmt. Schnapp dir den Wonderpilz. 7 Etappen mal wieder. Die wollen es wieder wissen, ne? Achso, der ist hier irgendwo versteckt. Ah, ich das hasse. Da ist er. Du-du-du-du-du-du. Okay. Schnappe dir den Wonderpilz. Ja, so geht's weiter. Natürlich. Ist er da oben? Ja. Klar. Und wieder. Diesmal ist er, glaube ich, hier. Weil es nämlich so auch am schwierigsten ist, ihn zu bekommen. Oh, und da könnte er an dieser Stelle sein. Nee. Ist er nicht? Ach, da, okay. Oh crap, der Bastard, nein! Oh. Wenn man das vorher weiß, dann kommt es nicht zu dieser Situation. Aber da konnte ich halt ein wenig machen, ne? Drecksvieh. Schnapp ihn dir, den Wonderpilz. Wo ist er denn, ne? Where the hell? Hallo? Ach, bei der Pflanze. Du-d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 u. Und Etappe 7. Gut, es ist nicht so schwierig wie 6, wie andere Level. Gab schon Schlimmeres bei Mario Brothers. Ja, toll. Jetzt habe ich den natürlich ganz beschissen platziert, aber zum Glück letztendlich klug gelöst. Und das Finale. Habe ich mir schon fast gedacht, dass da sowas auch noch kommen wird. Warten, 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 warten. Mitgehen, 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 den Arsch killen. Oder nein! Oh! 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 Ich habe ihn... Ja! Okay.
Keine Ahnung wie, aber ich habe ihn gerade noch gekriegt. Wieder nur 2 Sterne. Wieso werde ich denn in letzter Zeit so krass bewertet? Bonus Level 5. Ich weine gleich. Oh, eine Robbe. Wie süß. Und noch ein Zelda-Level. Den Rest widme ich dann komplett den Remix-Leveln. Und bei Bonus kommen noch etliche Spiele hinzu. Habt ihr das auch schon gesehen? Cool. Steigerung bitte. Oh, wird da einer nicht gefordert genug, oder was? Skillerboy. Level 16. Dringe bis ins Versteck des Endgegners durch. Musste man hier nicht irgendwas machen? Nee. Ich glaube, das war ein anderer Raum. Ich kann da einfach so durchgehen und dann ist das Leben chillig. Jetzt muss ich ihn besiegen, oder wie? Ach so, der kommt noch gar nicht. Okay. Ja gut, wir haben das Ganze ja auf der Karte markiert. Der rote Punkt auf der Karte oben links, das ist der Boss. Und ich komme jetzt da nur hin, wenn ich diese Freunde hier umbringe. War ja auch irgendwie klar, ne? Dass noch irgendwas mit den Rittern kommt. Nintendo weiß ganz genau, dass die Ritter einfach nur scheiße sind. Deswegen bringen sie immer wieder. Okay, Tür ist offen, aber wir sind immer noch nicht da. Es kommen noch 2 weitere Räume. Okay. Ja, das kriege ich schon hin hier. Oh shit. Jetzt habe ich kein Schwert mehr, weil ich getroffen wurde von dem Mist. Dann lege ich halt eine Bombe hin. Wirkt auch. Und du kriegst einen mit. Du stirbst auch. Jetzt noch der Lappen da hinten. Aber durch die Elektroschocks bekommt man immerhin keinen Schaden. Also kann man sich da ruhig treffen lassen von. Man wird nie ein Herz verlieren. Letzter Raum vor dem Boss. Ah ne, das ist er schon. Stimmt, das ist er schon. Weil der letzte Raum ist dann das Triforce. Genau. Cool. Wir haben es geschafft. 8 Sterne. 8? 8? Wie komme ich auf 8? 3 zum Teufel. Zählen muss man halt auch können, ne? Ja, das finale Level, das machen wir dann im nächsten Part. Jetzt habe ich Bock auf Remixe. Die zweite Etage haben wir nämlich noch gar nicht angeguckt. Und da geht es direkt weiter mit Zelda. Irgendwie blutrot. Finde den Geheimgang. Oh, was soll denn das? Das ist jetzt richtig übel ausgepixelt. Meinen Sie das da oben? Ja. Okay. Rette das holde Fräulein. WTF, ich... Wow, ich kann nicht springen! Stimmt, Link kann ja nicht springen. Ich muss das Donkey Kong Arcade Game mit Link machen, ohne springen zu können. Ja klar, was soll ich machen? Ja. Alter, das ist übel. Das ist richtig übel. Ich glaube, da komme ich auch nur mit den Hämmern voran. Aber wie soll ich sie mir nehmen, wenn ich nicht springen kann? Durch simples Anlaufen kriegt man die nämlich nicht. Es ist reine Glückssache, weil mal kommen die Fässer nämlich die Treppe runter und mal nicht. Und wenn sie es tun, habe ich verkackt. Ganz einfach. Boah, wie soll ich denn das jetzt angehen? Beim ersten Mal brauche ich noch Luck, bin ich der Meinung. Also hier. Habe ich nicht. Ja. Wenn er da nicht kommt, dann habe ich einen Plan bei der zweiten Leiter. Aber bei dem ersten Mal brauche ich Glück. Ist halt schwierig, ey. Ich kann auch nicht rennen, ich kann gar nichts machen. Ich kann einfach nur laufen und klettern. Oh, Link ist so nutzlos. Okay, gut. Ja, jetzt hatte das zwar nichts mit meinem Plan zu tun, aber immerhin. Oh, scheiße, hätte ich gewusst, dass der runtergeht. Hier kann er mich nämlich nicht treffen. Ich muss jetzt warten, bis eine runterfällt irgendwie. Das hat ja keinen Sinn. Hallo, ich habe nicht ewig Zeit. Ja, okay. Oh, scheiße. Ah, das muss man... Nein! Geh hoch, geh hoch! Ja, renn, 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 yes! Boah, ist das krank, wenn man das mit Link machen muss. Sind die verrückt? Wollen wir mal hoffen, dass da nicht weitere Level von kommen. Aber das waren sogar 3 Sterne. Mhm, in einem Remix. Ja, ja. Alter. Level 2. Donkey Kong Jr. Mit wenig Licht. Na, ganz toll. Ich muss das Level erreichen. Das Level-Ziel. Ich darf da jetzt nicht runterfallen, ne? Sonst stirbt er. Weil wenn er nur 1 Meter runterfällt, der stirbt sofort. Der dämliche Depp da. Ich komme hier irgendwie nicht weiter, habe ich das Gefühl. Kann sich dieses Viech mal verpissen? Nein, kann es nicht. Dann muss ich eben dran vorbeiziehen. Wow, oh Gott.
Der Typ kommt. Ich konnte flüchten. Ich konnte flüchten. Alles ist gut. Ich bin noch am Leben. Ah, oh, die verbuggte Stelle da oben ist schon wieder da. Ich hasse sie so krass. Okay, spring! Und spring nochmal! Yes, man! Geschafft! Very nice! Aber das sind bestimmt nur 2 Sterne jetzt. Klar. Hätte man ja schon viel schneller durchhuschen können, ne? Sicher, sicher. Ein Baseballspieler. Cool. Oh, ein schönes Nintendo-Bild von Mert Can. Und Level 3 hat mit Wrecking Crew zu tun. Zerstöre alle Wände. Okay. Sind aber ein bisschen viele. Und ich habe immer noch nicht ganz verstanden, ob damit wirklich nur eine Wand gemeint ist oder eben auch diese Spinde. Ich mache einfach mal wirklich alles kaputt. Weil wenn es nur die Wände wären, wäre das ja auch viel zu einfach. Ich meine, wir sind ja bei den Remixen. Da wird einem ja was geboten. So, der Gegner, der haut jetzt mal ab. Oder auch nicht, weil ich Pech habe. Aber dieser Mario kann wenigstens weit runterfallen. Der stirbt dann nicht sofort. Was soll denn das? Nein, nein! Ey, laber nicht. Beim letzten habe ich jetzt verkackt, oder was? Laber doch keinen Scheiß, ey. Ich muss diesen dämlichen Gegner loswerden. Der nervt. Ich mache das hier kaputt. Moment. Oh, allein wie die laufen, das erinnert mich total an Hugo. Komm jetzt mal runter da. Oh, scheiße. Aber doch nicht so schnell. Ist mir egal. Ist mir komplett egal. Ich nehme den anderen Weg. Soll er kommen. Ist mir wurscht. 1, 2 und tschüss. Geschafft. Nicht? Ach, die Leitern müssen auch zerstört werden, oder was? Ja. Davon stand aber nichts in der Überschrift. Nur ein Stern. Boah. Damit will das Spiel mich jetzt aber irgendwie beleidigen, oder? Ja, ich fange gleich an zu weinen. Naja. Remix Level 2, 4. Oder Kategorie 2. Und Level 4. Ich habe Stern und muss das Ziel erreichen. Wird wohl nicht so schwer sein, oder? Du. Spring doch, du Sparko! Ich habe zweimal gedrückt, dass er auf Springen geht. Und der... Nö, Springen ist langweilig! Kann man da hoch? Nö. Kann man nicht. Ey, der Kerl ist so ein Honk. Ich glaub's ja gar nicht. Mario, du bist dumm wie Hihi Brot. Du. Spring. Lauf. Fail nicht. Geh da hoch am besten. Kann nie schaden. Ist das eigentlich ein neu erfundenes Level? Weil ich kann mich gar nicht dran erinnern. Ah ne, es ist World 8-3. Oh, das war, glaube ich, das schwierigste Level des Spiels. Okay, ich bin im Ziel. Zwar nicht die Maximalpunktzahl gekriegt, aber... Im Ziel! Und 3 Sterne! Yay! I'm happy right now. Neuer Stempel auch noch. Ein Küken! Natürlich. Level 5. Was wird mir hier geboten? Besiege alle Gegner und beschütze Spieler 2. Och Gott. Der Blaue da unten, der sich so hässlich bewegt. Und die gehen natürlich alle auf ihn drauf, oder? Nee, auf mich. Shit. Ich flieg mal in die andere Richtung. Ich glaube, da kann ich die oberen killen. Die sind ja immer gefährlicher, normalerweise. Genau. Schön killen, schön killen. Außerdem, der Blaue hat ja sogar 2 Leben, aber er wurde einmal getroffen. Ich muss ihn beschützen. Ich habe ihn beschützt. Er ist tot. Und ich habe ihn selbst umgebracht! Das geht auch? Ach komm! Ich habe ihn tatsächlich selbst umgebracht. So, die 2 sind schon mal down. Du auch gleich. Komm her da. Jetzt schaffen wir es. Das Ganze sogar noch relativ schnell. Das müssten doch auch 3 Sterne sein, oder? Das war jetzt richtig gut. Yes. Oh, sogar shiny. Boah, krass, Mann. Davon kaufe ich mir jetzt was. Lol. Wuhu. Und Level 6. Eine Mario Brothers Stage. Ach Gott. Nein. Kopf über. Ihr seid ja krank. Und da ist sogar ein Super Saiyajin dabei, der mich gerade gekillt hat.
Okay, ich habe einen erwischt oder zwei sogar. Aber ich sehe gar nichts. Das ist so richtig hässlich, wenn man das so machen muss. Drei habe ich erwischt. Geil. Sogar den Starken habe ich gekillt. Jetzt habe ich nur noch einen Loser als Gegner und muss warten, bis er hochkommt. Warte, warte. Der kommt dann rechts hoch, oder? Ja. Stirb. Ich bring dich um. Oh, Hilfe. Blödes Feuer, blödes Feuer. Aber der wacht gleich wieder auf, der wacht gleich wieder auf. Töte ihn doch, Mario. Nein, du Lappen, was machst du? Also die drei Sterne habe ich mir schon mal versaut, das ist klar. Aber ich will es schaffen, ohne zu failen jetzt. Super. Vielleicht sind es noch zwei Sterne. Wollen wir es hoffen. 36 Sekunden. Hört, das sind drei? Das wurde jetzt aber großzügig bewertet, weil ich fand mich ziemlich schlecht. Ich hätte es ja schon vor 10, 20 Sekunden beenden können. Ah, da hätte ich nochmal Shiny Stars gekriegt. Danke für den Tipp mit dem Powerblock, bis alle auf dem Boden sind und ihn dann anschubsen. Ja, genau. Oh, das heißt, es ist in 8 Sekunden möglich. Ja, gut. Ice Climber! Und dann auch noch mein Lieblingslevel. Sammle alles Gemüse ein. Ich dachte, ich wäre euch los, Mann. Wieso muss ich das nochmal machen, Döde? Und dann auch noch 4 Etappen. Ich drück doch auf Springen. Warum tust du nicht, was ich dir sage? Was ist denn jetzt los? Okay. Ja, kommt vielleicht mal eine Wolke, weil die Zeit geht langsam aus, ne? Nur so zur Info. Es hieß nur, sammle das Gemüse ein, deswegen springe ich einfach. Und jetzt muss ich Gurken einsammeln. Ah, die sehen aus wie die McDonalds-Gurken auf dem Big Mac droben, die kein Mensch haben will. Scheiß Game Over. Weil der Trottel nicht springen kann! Also, auf Ice Climber entwickle ich wirklich einen Hass. Und ich wollte das mal spielen, bin ich gestört? Ich habe doch nicht alle Tassen im Schrank. Ja, danke für die Hilfe. Kommt aber trotzdem nicht hoch, weil er einfach blöde ist. Blöde wie Kacke. Wolke! Wolke! Wir brauchen das Gürkchen für einen Big Mac. Yes. Was ist das? Kartoffel? Sieht so aus, oder? Gehen wir erst hoch. Von oben ist es nämlich dann einfacher. Wieso denn Mist? Warum denn? What the fuck? So, ich glaube, ich weiß warum. Weil ich die untere. Blödsinn! Lern mal Deutsch, du Arschloch! Weil ich die obere zuerst geholt habe. Ach, das stinkt. Ich gehe jetzt. Ich habe keinen Bock mehr. Ice Climber suckt! Aber ich will es trotzdem noch erklären. Weil ich das oberste zuerst geholt habe, ist der Screen ja hochgegangen und somit konnte ich die unterste nicht mehr holen, weil die dann einfach aus dem Screen war. Und weil wir ja wissen, wenn wir dann nochmal runterfallen, sterben wir. Und jetzt brauche ich Steinpilze. Gleiches Spiel, ich muss runter, sonst kann ich den nicht mehr kriegen. Bitte mach doch einfach, was ich sag. Spring! Du bist so dumm! Ja, der Scheiß ist geschafft! Yes! Nur ein Stern, aber es ist mir sowas von egal! Egal! So scheiß egal! Tennis? The hell? Okay. Arg, diese Pixelsprünge. Wo ist Mario, wenn man ihn braucht? Ja, der springt zwar auch nicht viel besser, aber trotzdem ist es ein krasser Unterschied zwischen Ice Climber und Mario, muss man schon sagen. Okay, Freunde, nach diesem Ice Climber-Kack brauche ich wieder irgendeinen Drink. Deshalb bis zum nächsten Mal bei NES Remix.